Gut. Jo, da bin ich ja wohl online. Moin. Herzlich willkommen in meinem 4 Quadratmeter Riesenstudio. Es geht jetzt darum, das Tutorial von Bound by Flame durchzuspielen. Ich sehe gerade, hier gibt es auch eine Anleitung. Ich habe das auf Controller-Bedienung umgestellt. Man kann es mit Tastatur und Maus aber auch spielen. Man muss es halt einstellen in den Optionen. Jetzt will ich mal gucken, Anleitung. Die Ortskarte kann jederzeit im Spielmenü mit Start ist das, ne? Eingesehen werden. Du kannst auch Steuerkreuz oben. Okay. RB. Ausrüstung verbessern. Du kannst im Ausrüstungsmenü Steuerkreuz unten mit X. Gehe sicher, die Komponenten zu behalten, die interessant für dich sind. Ja. Ne, so. Ich hoffe, dass das alles auf Deutsch auch ist. Jetzt ist es ja auf Deutsch. Stelle 10 Sprengfallen her. Für Schäler, was auch immer das sind. Gehe mit Steuerkreuz unten in das Beutelmenü. Also Inventar ist das. Ne? Wähle Sprengfalle, nutzbare Gegenstände und drücke X. Komponenten kombinieren, direkt aus dem und Komponenten von hoher Qualität zu erhalten. Drücke im Kriegerkampfstil rechte Taste unten, um Angriffe abzuwehren, also vorne am Controller. Du kannst während der oder hinten, je nachdem, wie man es drauf guckt, du kannst während der auf deinen Gegner ausgerichtet zu sein. RT. Aha. Im Kriegerkampfstil erlaubt dir eine Abwehr in letzter Sekunde mit RT an, um gegen zu kontern. Verteidigung durchbrechen. A mit B. Also LT und X ist die Armbrust. Da gibt es auch so ein Kreismenü. Drücke R, also draufdrücken auf den rechten Controllerstick. Benutze R, um zwischen Feinden umzuschalten. Okay, damit kann man die markieren. Der Weitläufer ist effektiver. B, und das muss man sich alles merken. Das sind noch 14, die noch dazukommen. Ducken. B, im Waldläuferkampfspiel nach hinten. B, Sprung nach hinten. Mächtigen Konter. Drücke links. Um dich zu tarnen. Du kannst auch LB im Taktikmenü benutzen. Der Schaden ist überwältigend, wenn du deine Feinde überrascht. Aha. Störfähigkeit. Je höher der Wert, desto eher können deine Angriffe in die Aktion. Seltsam, eine seltsame Kraft ist in dich eingedrungen. Du kannst nun die Macht der Flamme über das Taktikmenü, auch wieder LB, Feuerball mit LT und Y, brennende Waffe mit LT und B, also LT links und Y und B. Ja, werden wir Flammenwerfer spielen. So, du hast den Pyromane-Fähigkeitenbaum freigegeben, das Fähigkeitenmenü, um Punkte zu verteilen. Dämonische Attribute. Die richtigen Entscheidungen haben häufiger einen Affinachen, die deinen unerwarteten Mitbewohner betreffen. Ach so, der ist ja mich eingedrungen. Gewichtsregulierung. Du trägst so viel mit dir herum. Aha. Deine können dir helfen. Denke an ihre, an deinen Kampf. Also, Befehle kannst du im Taktikmenü mit LB und dann RT geben. Oh. Das soll sich einer merken. Du hast eine neue Stufe erreicht. Im Spielmenü, um Punkte zu verteilen. Gut.
Gesundheit wiederherstellen, den Trank. Drücke LB, um das Taktikmenü zu öffnen. Benutze einen Magietrank, wenn du keine Zauber mehr sprechen kannst. Ah ja, das ist der da unter. Kannst die Tageszeit ändern, indem du dich zu Schlafplätzen begibst, die auf deiner Karte mit dem Symbol Eieruhr angezeigt werden. Und dann sind wir wieder am Anfang. Go, B, zurück. Dann wollen wir mal ein neues Spiel anleiern. Ne? Ich gucke immer mal hier rechts, weil da ist mein Kontrollmonitor. Ich habe heute schon zwei Spiele gestreamt, allerdings war kein Ton von mir dabei. Musste ich wieder löschen. Das ist ärgerlich. So. Wähle deinen Namen, den Namen deines Charakters. Mal. Dann nehmen wir Operazzi. So, Geschlecht männlich, Gesicht mit Bart ist immer gut. Haar. Oh, ja, das ist so. Was haben wir denn noch hier? Auch nicht schlecht. Ja, sieht so fast wie ich aus. Dann nehmen wir den hier. So, und Spiel starten. Rekrut. Gut. Bin ich ja, ne? Und los geht's. Tempelplatz. Ich bezweifle, dass ich die seltsamen Ereignisse je vergessen werde, die mich mit Vulkan zusammentreffen ließen. Operation die eigentlich, Bewohner ne? Vertils sprechen seit 10 Jahren voller Angst über die dunklen Eisfürsten. Dabei existieren sie schon sehr viel länger. Die Armee der Todwandler. Eine unzählige Horde untoter Kreaturen unter dem Befehl der Eisfürsten stieg von den Bergen im Norden herab und vernichtete jeden Widerstand auf dem Kontinent. Jeder Kampf diente nur dazu, ihre Reihen mit toten Gegnern aufzufüllen. Und die Welt schien dem Schicksal einer ewigen Eiszeit nicht entkommen zu können und alles Lebendige zu verlieren. Ein paar wenige versuchten, den Invasoren entgegenzustehen. Die Elfen, die sich bislang neutral verhielten, und die Roten Weisen, eine kleine Gruppe Gelehrter, die hoffte, mit ihrem Wissen den Verlauf des Krieges umzudrehen. Die Weisen haben vor kurzem die Freien Klingen angeheuert. Eine renommierte Söldnertruppe, deren Ruhm nach diesen Ereignissen noch größer sein wird. Die Klingen sollten die Weisen während eines Rituals beschützen, das einen Vorteil gegen die Eisfürsten bewirken sollte. Sollte. Möglichkeitsform. Tempelplatz. Aha. Mit dem Hauptmann sprechen. Hauptmann! Ja, dann benutze B und einen Tritt. Das bin ich. Sehe ich sofort, so gehe ich auch immer einkaufen. Speer, man kann sie schon von weitem am Geruch erkennen. Aha. Da wären wir. Und der Hauptmann wollte, dass ich hier bleibe und das Lager errichte. Ich bin den freien Klingen nicht beigetreten, um Latinen auszuheben. Seine Leute. Und er weiß, dass sein Sprengmeister es hasst, sich zu langweilen. Das Lager errichten, das nenne ich von Nutzen sein. Ich nahm an, dass wir bis zum Ende nichts mit diesem Krieg zu tun haben würden. Scheint, als wäre das Ende gekommen. Die dunklen Eisfürsten haben es geschafft. Ganz Vertil ist dem Untergang nahe. Nichts kann die Todwandler aufhalten. Bald wird es keinen Rückzugsort mehr geben. Geschweige denn eine Taverne, in der man seinen Sold verpassen kann. Das ist ärgerlich. Es
Es gibt niemanden mehr, der die dreckige, stinkende Flut aufhalten kann, wenn es überhaupt möglich ist. Hoffen wir, dass unsere geliebten Auftraggeber ihre Versprechen einhalten. Wenn ihr berühmtes Ritual nicht hinhaut, werden wir wie Narren dastehen. Na, das wollen wir ja nicht. Ein Haufen eingebildeter Priester spielt Zauberlehrlinge gegen sieben unsterbliche Magier. Toll, klingt großartig. Wie dem auch sei, man muss offensichtlich Feuer mit Feuer bekämpfen. Was für ein Mist. Sie sind bereits hier. Ich warne besser schnell die anderen. Eine Karte hier, ja, da. Leder, gut. Hey, hat dir dein Spaziergang gefallen? Schaff dich hier rüber und erzähl mir davon. Mhm. So wie du aussiehst, war es nicht gerade ein Spaziergang. Also, was hast du gesehen? Die Todwandler sind da draußen. Ich habe einen getötet. Wir müssen uns für sie bereit machen, und zwar sofort. Du hättest nicht alleine gegen sie kämpfen sollen. Das war ein unnötiges Risiko. Ich werde die anderen in Marsch setzen. Du fängst derweil damit an, die Fallen und die Granaten vorzubereiten. Wir werden sie brauchen. Ich wollte nicht, dass er alle anderen alarmiert, bevor wir bereit für sie sind. Aber was, wenn er dich getötet hätte? Dann hättest du uns nicht alarmieren können, bevor sie zum Angriff auf uns bereit gewesen wären. Beim Götterblut, denk doch mal mit. Wir müssen uns auf sie vorbereiten. Da du es endlich geschafft hast, deinen Arsch herzubewegen, kannst du anfangen, ein paar Fallen aufzustellen. Sag Schäler, dass er sie um den Tempel herum platzieren soll. Das verschafft uns etwas Zeit. Und wir hören, wenn sie da sind. Jawohl, Herr Hauptmann. Falls du noch Fragen hast, weißt du ja, wo du mich findest. Sammle etwas Ausrüstung ein. Mhm. Aha, jetzt habe ich die Taste gedrückt. Jetzt ist sie unten. Und da. Schon auf meinem Sold rum. Ich hab den von Göttern verlassenen Krieg satt. So, jetzt sollen die Springfallen. Fischele, komm mal her, geh mit in das Beutelmenü, wähle Springfalle und drücke X. Okay. Springfalle. Ja, das ist ja dann, drücke X, herstellen. 10 Stück. 10 herstellen. So, fertig, ne? Sieht so aus. Gucken wir mal nach, was hier oben noch so alles ist. Aufgaben, RB, nutzbare Komponenten. Das sind Sachen, die es gibt, die habe ich aber nicht alle. Ne? Das sieht man ja rechts da an dem Gewicht. So, und dann gehen wir mal oben. Fähigkeiten, Krieger. Attribute.
Kampf. Herstellung. Aha. Status. Stufe der Besessenheit. Ja. Im Auftrag der Roten Weisen. Gib Schäler die Fallen. Aha, das habe ich jetzt noch nicht gesehen. Dann wollen wir nach hier nochmal gucken. Skelett. Hinkender. Aha, das ist das Bestiarium. Mhm. Aha, das ist jetzt die Geschichte. Mhm. Ah, Weise und Heiler. Doch, der Krieg hat ihre Aufgaben erweitert, gegen die Eisfürsten aufzurichten. Ein Ritual. Gefrorene Schatten ist der Name, den sich die freien Bürger für die Streitkräfte der Eisfürsten erdacht haben. Okay. So, da. Tempel an der Spitze der Welt. So, mit X kann ich hier noch Legenden einblenden. Operazzi, Gefährte, Person von Interesse, primäre Aufgabe. Das ist ja schön. Ne? So, und jetzt kann ich auch noch Marker setzen. Das finde ich ja gar nicht mal so schlecht. Gut, das ist reichen. Jetzt. Ich gebe es Schäler. Er wird damit klarkommen. Da liegt doch wieder was für Operazzi. Öffnen. Juwel. Mehr nicht, ein Juwel nur. Schäler, hilf mir mal. Wir müssen das Gebiet vorbereiten, bevor es von den Todwandlern überrannt wird. Wir brauchen ein paar Überraschungen für unsere Todwandlerfreunde. Leg Fallen an den Zugangspunkten und jag dich nicht selbst in die Luft. Keine Panik, ich komm schon klar. Ich mache keine Witze. Wenn du einen Arm verlierst, dann bin ich der Arsch, dem man die Schuld dafür gibt. Schönes Ding. So, hat er die jetzt gekriegt von mir? Verteile die Fallen? Ich soll die Italiener soll die verteilen. Todesglas. Das klingt brutal. Wie kommt es, dass keiner dieser dunklen Eisfürsten darauf gekommen ist? Aha. Falle. LT und A. Gut. LT und A. Ach, A. Ja, habe ich falsch gedrückt.
Gut. Das kommt ja schon mal. Die Lahmen sind schon da. Treibt sie zurück. Wir müssen die Stellung halten. So, jetzt X für Schnellangriffe, für Rundangriffe. Ach du Scheiße, da kommen noch mehr von ihnen. Viele Knöpfe gedrückt. Ich glaube, das waren nicht immer die richtigen, aber egal. So. LB im Taktikmenü oder durch eine Kurzhalte. Standardmäßig LT und X. So, das ging ja gut. Oh, da kommt Kalle Wirsch. Rückzug! Alle zum Tempel! Sofort! Wer denkt sich sowas aus? Sind die bald fertig mit ihrem Ritual? Oh verdammt! Jetzt gehen sie sogar schon durch Wände. Thank you.
Schnee und sieh nach, wie Büffel mit den Weisen klarkommt. Er soll ihre Anrufungskammer bewachen. Aber Hauptmann... Bau keinen Mist, Vulkan. Los! Ich geb dir gleich von wegen, aber Hauptmann. Gut. Bist du jetzt dabei oder was? Wo ist er denn? So, wie kriege ich denn jetzt hier was zu? Ausrüstung, Waffen. Habe ich denn was zu essen hier? Meine Gesundheit ist runter. Ah. Oh, wie ging denn das jetzt? Nee, das war falsch. Das war auch falsch. Wie kriege ich denn den jetzt hier, den Trank? So, was habe ich jetzt? Punkte habe ich ja keine. Ich kann jetzt nichts erwärmen. Ich will den Trank. Wie komme ich denn da nochmal ran? Wie komme ich denn da jetzt ran? So, naja gut, also eins habe ich gelernt, merke dir, wie du an diese
Flaschen rankommst. Ja, ansonsten ist es, wie sagt man heutzutage, Hack and Slash, was man hier spielt. Und die Inhalte, was man da alles aufwerten kann und was da so zu machen ist im Journal und im Inventar und mit der Person, die Fähigkeiten, das haben wir alles schon gesehen. Und von daher soll das erstmal als Einblicke ausreichen. Ne? Ich bin schließlich gestorben. Und jo, wenn dir das gefallen hat, was ich hier an schwacher Leistung gebracht habe, dann freue ich mich über ein Gefällt mir und noch mehr über ein Abo natürlich. Und ich freue mich auch, wenn du beim nächsten Video wieder dabei bist. Ne, und bis das erscheint, kannst du dir ja mal eins von den inzwischen über 350 Videos auf meinem Kanal angucken. Da ist bestimmt irgendein Spiel dabei, was dich interessiert, was du immer schon mal sehen wolltest, mal reingucken wolltest. Ne? Reingucken kostet ja nichts. Ne? Und ansonsten wünsche ich dir viel Spaß beim Spielen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, bleib gesund. Tschüss.